Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Saw in der Limited Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zu diesen Editionen, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Saw in der Limited Collector's Edition. Das Ganze erschienen in den Jahren 2004 bis 2010. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich Film. Jawohl, Saw 1 bis 7 in der Limited Collector's Edition. Jeder einzelne Film hat hier so eine eigene Edition. Wir starten natürlich chronologisch und dementsprechend mit Teil 1. Es ist eine Serie, eine Filmreihe aus dem Bereich Horror bzw. Splatter-Movie. In meinen Augen eine der gelungensten Filmserien aller Zeiten, also in diesem Genre. So, wir lesen hier einmal Saw Collector's Edition, das ist in diesem Fall Teil 1. Collector's Edition, 2 DVDs, Director's Cut plus Kinofassung, Audio-CD, Original Soundtrack und 32-seitiger Buchteil. Nach 7 kommt nicht 8, sondern Saw. Ja, also alle diese Filme, die kamen hier mit so einem Schuber. Also den kann man hier entsprechend abnehmen. Der ist rundum gestaltet. Auf der Rückseite haben wir dann noch die Inhaltsangabe zum Film und natürlich dann noch die technischen Details zum ersten Teil. Dann kann man diesen Schuber, wie gesagt, abmachen. Das ist dann das eigentliche Hardcover-Buch, Mediabook, das hier zum Vorschein kommt. Dies ist vielleicht der Raum, in dem sie sterben werden. Ja, hat sich ja bewahrheitet. So, und dann haben wir hier die Filme, also die beiden DVDs. Einmal Director's Cut und einmal Kinofassung. Und dann geht es hier in der Mitte los mit diesem Buchteil. Also wir haben hier die DVD-Kapitel, DVD-Extras aufgelistet, Tracklist zum Soundtrack. Und hier geht es dann los mit Hintergründen zum Film. Genau. Also jetzt hier beim ersten Teil werde ich das mal im Detail kurz durchblättern. Die anderen Teile werden wir dann eher schneller durchgehen. Hier haben wir Jigsaw. So. Dann natürlich noch die Beteiligten, die hier bei Teil 1 echt noch sehr überschaubar waren. Und zum Abschluss gibt es ja noch den Soundtrack. Ja, die meisten Menschen sind so undankbar dafür, dass sie noch leben, aber du nicht mehr. Da ist auf jeden Fall was dran. So, dann packen wir das wieder zurück und machen direkt weiter mit Teil 2. Saw 1 übrigens erschien im Jahr 2004, bevor ich es vergesse. Dann Teil 2, ein Jahr später, 2005. Dann hier auch wieder zwei DVDs plus 32-seitiger Buchteil. Soundtrack CD ist hier nicht mit dabei, aber eben zwei DVDs. So, das ist wieder der Schuber. Wie gesagt, das Ganze werde ich jetzt hier etwas schneller durchgehen, aber ich könnte euch natürlich gerne immer hier kurz anhalten, das Video, und euch das im Detail durchlesen. War damals sogar hier durchnummeriert. Das war bei Teil 1 noch nicht, denn ganz kurz nochmal auch zum Vergleich. Hier ist es nur eine, also nur Collector's Edition. Und ab Teil 2 waren dann alle hier die Limited Collector's Edition. Das bezieht sich eben hier auf die Nummerierung, dass es die wirklich in begrenzter Stückzahl gab. So, das ist dann das Buch zu Teil 2. Und hier haben wir noch eine Werbebroschüre drin. So, Hauptfilm. Dann hier wieder die Buchseiten. Und dann Saw 2 mit den Extras. Ja, also Disc 2 von Saw 2 mit den Extras. Ich glaube, ohne Ausnahme jeder dieser Filme ab 18. Und Teil 1 und Teil 2 waren noch ja, mehr oder weniger regulär. Aber ab Teil 3 dann immer unrated hier, diese Editionen. Saw 3 ist aus dem Jahr 2006.
Das ist der Schuber, wie gesagt, nummeriert. Und das ist dann das Buch an sich mit den Zähnen. Hier haben wir die Extras. Ich glaube, das ist falsch, denn genau, hier haben wir den Film. Ich glaube, das ist vertauscht. Meines Wissens gehört natürlich der Film hier vorne rein. Und die Extras dann. Na, zum Schluss. So, auch hier wieder so ein Werbeflyer. Dann natürlich der Buchteil hier in der Mitte, also die Seiten. Und dann packen wir den Innenschuber zurück. Hier auch der Schuber schön in dieser grässigen Optik. Also das hat man hier wirklich so ausgeschnitten. Dann haben wir Teil 4. Das ist dieser hier. Also so ist so römisch durchnummeriert. IV. Sterben war gestern. Auch hier wieder unrated. Genau. So sieht es aus. Hier lesen wir sogar Vertrieb nur in Österreich. Also eventuell war da die deutsche Beurteilung etwas strenger und deswegen gab es den regulär, also Uncut, Unrated, nicht in Deutschland. So, was haben wir hier? Okay, Info. So, dann natürlich der Film, Unrated. Dann der Buchteil. Und zum Abschluss dann noch die Extras. Die sind sogar ab 16. Also die fallen dann nicht ganz so hart aus wie die Filme. So, Saw 4 übrigens aus dem Jahr 2007. Dann Teil Nummer 5 ist dieser hier aus dem Jahr 2008. Unrated, 2 DVDs, Kinofassung und Unrated mit 36-seitigem Buchteil. Genau. Auch hier wieder. Hier steht jetzt das mit Vertrieb in Österreich nicht. Okay. Also war Teil 4 wahrscheinlich etwas härter noch. So, Nummer 5. Dann schauen wir rein. Als allererstes haben wir hier einmal den Film. Dann hier wieder Werbung. Für Spiele in diesem Fall. Auch spannend. So, dann natürlich hier wieder die ganzen Extras und Hintergründe. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Kinofassung. So. Dann kommen wir weiter zu Nummer 6. Das ist der hier. So. Unrated, klar. Holen wir mal raus. Sein Wille geschehe. Teil 6 aus dem Jahr 2009. Zu Beginn einmal hier die Kinofassung. Dann hier hinten die Unrated-Version. Und in der Mitte natürlich wieder die Seiten. So, und dann kommen wir zum 7. und damit letzten Teil. Das ist dieser hier, Saw 7. Der hat ja mehrere Titel, also Saw 7 bzw. Saw 3D oder auch Saw The Final Chapter, auf Deutsch dann Saw 7 Vollendung. DVD und Blu-ray sogar mit 36-seitigem Buchteil, unrated. So, Infos. Dann haben wir hier wieder John bzw. Jigsaw. Und auf der Rückseite jede Menge Splitter. So, einmal hier Saw 7, die Unrated. Und einmal hier das Ganze nochmal auf DVD. Also das erste hier ist die Blu-ray, hier steht's. Und das ist die DVD. Und dann hier wieder die Buchseiten. Ja, das war 2010 der letzte Teil der Serie in dieser Edition. Und
Dann mittlerweile gibt es ja auch noch weitere. Und zwar gibt es einmal Jigsaw aus dem Jahr 2017 mit 7 Jahren dazwischen dann eben. Und jetzt für 2021 ist noch einer angekündigt, und zwar Saw Spiral. Also die gehören alle mehr oder weniger dazu, spielen aber dann auch so in ja, unterschiedlichen Zeiten. Ich glaube, Spiral spielt irgendwie vor den anderen. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles hier befindet, beziehungsweise was wir uns jetzt alles angesehen haben. Saw 1 bis 7 in der jeweiligen Collectors Edition. So sieht das aus. Jawohl. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. diesen Editionen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Saw unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.